Einen wunderschönen guten Morgen. Alter Falter. Nicht nur hier im Game, auch bei mir ist es gerade. Naja, ich bin gerade aufgestanden. Alter Falter. Not macht erfinderisch. Gestern sämtliche Rollen in der Reparatur gehabt. Und was macht man da? Man braucht andere Rollen. Und andere Köder. Und auch mit den anderen Ködern funktioniert's. Also, legen wir los. Ich habe gestern ein bisschen was rausgezogen mit meinem Ersatzset sozusagen. Und ich brauche aber noch Vaiko. Oh, oh. Ja, Wolski. Und zwar waren die beiden hier schon richtig gut. Der hat funktioniert. Der war jetzt nicht so der Burner. Jetzt hole ich aber noch ein paar dazu. Und zwar hier die ganz leichten 8 Gramm Dinger will ich einfach mal alle durchtesten. Den lilanen auf jeden Fall. Den hatte ich in 14 Gramm. Ich gönne jetzt hart. Wo ist der Unterschied hier? Schnickschnack. So. Und ich gucke doch auch nochmal bei den etwas größeren, denn auch mit den 14 Gramm Vaikos war das nicht so verkehrt. Wobei, da habe ich eigentlich alle bis auf den dunklen hier, den nehme ich glaube ich auch nochmal. Ja, den nehme ich auch noch. So. Und mit diesem Setup denk immer daran, mit dem Haken nicht sparsam sein. Drilling, Haken, verdammt, was kriegen die? Zweier, Einser, Kunstköder, Vaiko, geht maximal dran, 1,0er groß sogar. Also, gehen wir mal, Haken, Drilling, 1,0er groß, reicht da nicht ein Vierer oder ein Einser groß? Ich mache mal ein Einser groß dran. Mehr hatte ich, glaube ich, jetzt nicht. So, ab geht es zum Spot. Rennen wir mal los hier. Und zwar geht es in die große Kurve. Einmal hier quer rüber. Denn da hinten in der Kurve lübt es richtig gut. Wie gesagt, gestern Nacht noch ein bisschen da rumgezuppelt. Da waren Buckellachse mit bei. Über ein Kilo. Mehrfach. Da waren Lennox mit bei. Über 4 Kilo. Einmal. Aber eben auch so 2, 3 Kilo Dinger. 2 Kilo, 2 Kilo. Also mehrfach auch 2 Kilo Dinger. Also es ist echt schon mal ein Unterschied. Das Gute ist, da hinten in der Kurve ist es ja auch ein recht tiefes Gewässer, eine ziemlich tiefe Stelle. Und deswegen probieren wir das doch mal. Genau, bis hier unten runter rennt man schon mal gerne, wenn die Gas geben und abhauen wollen. Ich habe das mit verschiedensten Montagen auch probiert. Ich habe auch mal einfach ohne Vorfach ausprobiert. Gucken wir gerade mal. Da, auf der Wexila. Auf der Wexila. Das ändern wir jetzt nochmal in die Vaikos. So. Jetzt habe ich hier gerade einen 12er. Eine 12er Monoschnur drauf, ohne Vorfach. Erster Versuch. Ich habe keine Ahnung, ob es jetzt gerade klappt oder nicht. Werden wir sehen. Aber es ist sofort ein Biss da, das ist schon mal gut. Und das bei einer 12 Kilo Mono ist das schon mal nicht so schlecht. Kann man einfach mal durchziehen. Buckellachs, 600 noch was Gramm. Affengeil, ich bin gerade... Kaffee nicht mal auflübt. Mega. So muss das sein. Immer schön da oben in die Mündung reinwerfen. Und das Gute ist,
Zack. Das Gute ist, mit so einem groben Setup hier kommt man da auch ziemlich gut, gut hin. Also da, man kann ja richtig weit werfen damit. Und das sind jetzt hier gerade noch die 8 Gramm. Zack, schon wieder der nächste. Die mit, wie waren die, 14 Gramm? Die kann man natürlich noch weiter werfen. Lennox. Und hier von der Position 160, 132 lückt das ganz entspannt. Man kann auch so, so verschiedene Führungen mal versuchen. Jiggen ist immer schwierig. Also es ist schon ziemlich, ziemlich viel Strömung hier. Deswegen ist eigentlich dieses ganz normale Durchziehen ist eigentlich ganz entspannt. Ich vermute allerdings, und das waren jetzt so die, also ich habe den gestern Nacht, habe ich noch so ein bisschen rumprobiert und war da dran, eigentlich mit Vorfach, 6,9er Vorfach und mit Spiro. Spiro habe ich auch viel rumprobiert. Ich habe jetzt auch Points doch wieder reingetan in Spiro. Oh, der ist wieder abgehauen. Weil es doch gut war. Es hat immer wieder funktioniert, es waren immer wieder ganz gute Bisse dabei bei Spiro. Also hier Spinfischen, Spiro, ich hocke genau davor. Spirolino Kunstködermontage, nicht die Gummiködermontage. 3 Punkte drin. Ändern wir mal jetzt. Ich glaube, ich habe sogar bei denen noch nicht mal einen besseren Haken dran. Doch, habe ich. Einser groß, okay. Die verwende ich auch schon ziemlich lang. Die habe ich auch schon lange mit im Set, auch für den Kristallsee und so. Und ich glaube, ich mache gleich auch nochmal einen Vorfach dran. Und dann gucken wir uns das einfach nochmal an. Ich denke, es wird ein bisschen besser gehen mit Vorfach. 17er Einholgeschwindigkeit ist relativ langsam. Zack. Aber das ist immer ein wichtiges Zeichen, ne? Auswerfen und sofort Biss. Das heißt, das ist ausbaufähig. Also, hauen wir mal nochmal ein Vorfach dran. Vielleicht mal hier das große 9,6er. Dran denken, dann natürlich die Bremse sofort runter machen. Weitergehen. Oh, den Lila, den muss ich auch gleich noch probieren. Jetzt haben wir 10 Uhr morgens, 10 Grad, Sonnenschein. Gestern Abend oder gestern Nacht war es komplett bewölkt. Das ging, das war so brutal. Das war so brutal. Den ganzen Chat voll gespammt. In-Game-Chat. Jawohl. Auch gut, 600 Gramm Forelle. Genau, ich teste noch mal ein paar andere Köder. Also der blaue, echt gut. Der gelbliche, schon mal sehr gut. Und jetzt gucken wir noch mal eben. Genau, einen grün will ich noch mal haben. Den ändern wir, den grünen, den lilanen in 8 Gramm. Den schwarzen hier. Am besten alles durchprobieren. Am besten alles durchprobieren. Und hier sind jetzt schon die mit 14 Gramm. Da ändern wir auch nochmal den Haken drauf. 14 Gramm. Hier hatte ich auch noch keinen Puschel drauf. Puschelhaken for the win. Die 25er, die sind ein bisschen zu heavy. Aber ich glaube, das passt erstmal hier. Wobei so ein kupferfarbenen hat auf die Eschen sonst immer funktioniert, ne? Also, ab geht das hier. Weiko! Fangen wir an hier. Zack.
Und es ist so entspannt vor allem, ne? Wenn man mit so einem viel größeren Setup da rangeht, ist es natürlich deutlich entspannter als mit UL. Ich meine, UL macht natürlich auch immer Spaß, aber wenn man einfach mal ein paar Brocken rausziehen möchte. Gehen wir mal ein bisschen schneller. Einholgeschwindigkeit 27. Ich habe schon ganz vergessen, wie nervig das ist, wenn du mit der Alpha die Geschwindigkeit einstellen willst und weiß vor weiß, du siehst ja immer nichts. Mega, ey. Ah, der ist irgendwie nicht so sexy. Der ist irgendwie nicht so sexy. Zweiter Wurf. Doch, 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 da kommt was Kleines. Ah. Winziger Buckellachs. Richtig schön blau wäre natürlich geil, ne? Weil die blauen funktionieren ja auch noch ganz gut. Deswegen probieren wir doch mal. Den hatten wir schon, aber den grünen. Hatten wir den schon? Den grünen hatten wir auf keinen Fall. Der ist neu. Zack. Und sofort ein Biss. Und sofort wieder losgelassen. Jetzt bin ich auch ziemlich schnell gerade unterwegs hier. 27er Einholgeschwindigkeit. Schwierig. Schwierig, schwierig. Mal wieder runter auf eine 17. Und sofort entspannt durchziehen. Aber bisher tatsächlich die besten, der blaue und der gelbe. Ja. Okay, kann man auch aussortieren. Zumindest für jetzt. Das ist immer die Frage, wie, wann beißt wieder, oder wann gehen die anderen dann? Das wechselt ja immer, ne? Also wenn die Farben durchwechseln, da hast du mal eine Woche jetzt blau, jetzt aktuell ist ja blau richtig gut, auch bei den Spinnern. Und wenn dann vielleicht nächste Woche grün angesagt ist, kann man es natürlich auch wieder mit dem grünen Weiko ausprobieren. Ne. Und doch noch einer. Sogar ein Hecht. Maschallah, ey. Den will keiner hier, ey. Schön Hecht auf der Feinmontage. Oh, 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 oh. Nicht dein Ernst. Nochmal anschlagen. Langsam hochdrehen. Bisschen steuern. Auf lila könnte ein Lennox sein. Ich habe ja jetzt natürlich die, was habe ich dran? Das 9, Vorfach, ne? Der zieht richtig ab. Hoffentlich ist es kein Hecht. Hecht brauchen wir nicht. Hechte liefen übrigens, alle die ein bisschen Hecht angeln wollen und noch ein bisschen, auch vielleicht ein bisschen lower sind vom Level. Einfach mal probieren, wenn ihr an der alten Festung seid, links raus. An dem kleinen Aalspot vorbei, in die Kurve, da ist ein Holz, aufs Holz stellen und Richtung Brücke nochmal werfen. Schön blinkern, das war unnormal gestern. Muss ich mal gucken, werde ich nochmal ein bisschen testen, ob das längere Zeit so geht. Und wenn ihr schon Topwater könnt, dann geht das noch steiler. Mit einem simplen Topwater gestern in 10 Minuten 90 Silber gemacht. Nur mit Hechten. Also Frequenz, nicht irgendwie einen großen oder so. Und der kämpft hier immer noch. Affengeil. Affengeil. So muss das sein.
So. Jetzt kommen wir ran hier, Algen. Könnte auch ein Lennox sein. Kämpft eine Weile ganz gut und dann irgendwann ist Ende. Ich habe alle Tagaras. Ich habe meine ganzen Tagaras in der Reparatur. Uff. Und meine UL-Rolle. Da war ich ja ganz platt. Auch gestern auf einmal kommt da auf einmal das Wadendreieck unten. Keine Ölung mehr. Jetzt kriegt er erstmal die letzte Salbung. Alter, wie schlimm, ey. 50% runter. Gar nicht drauf geachtet. Grob fahrlässig. Gerade beim UL-Angeln, so viel Auswürfe, die man dann da macht, ne? Geht das natürlich hart auf die Ölung. So, Alter, jetzt komm ran hier. Uff. Ist so geil, weil es hier auch relativ tief, also es ist, was ist das hier, 3 Meter tief oder so? 3,50 sogar da hinten. 3,50. Immer schön hier in Richtung der Strömung auch ziehen. So. Der hat noch Bock. Der hat noch richtig Bock. Ah, jetzt geht es. Komm ran hier. Der will nicht. Der will wirklich nicht. Was hat er denn für ein Problem? Was hast du denn für ein Problem? Ich komme erst raus, wenn du den Kanal abonnierst. Was? Ich komme erst raus, wenn du den Kanal abonniert hast. Ja dann. Also, dann mal los. Alter, jetzt kommt er raus. Tatsache. Da ist er. Alter, mit Schwanzflosse. Uff. Da. Nee, was ist denn das? Oh, nicht dein Ernst. 5 Kilo Seesaibling. Boah, ey. Uff. Alles klar, ey. Auf den Lilanen hier im Bach die Seesaiblinge. Krass. Krass. Und zack, schon wieder der nächste hier. Und auch wieder mit Gewicht. Was geht denn ab? Okay, halt mal fest. Lila funktioniert auch. Vielleicht nochmal was anderes, was Neues. Also nicht unbedingt den Seesaibling nochmal. Ich meine, ist nicht schlecht. Bringt auch gut Kohle. Will ich mich überhaupt nicht drüber beschweren. Aber man sucht ja momentan, also ich suche momentan natürlich hauptsächlich die neuen Fische, ne? In unnormal groß. So, jetzt reicht's aber. Hier machen wir nochmal einen härter. Alter, sofort instant der nächste. Das ist ja ein Ding hier. Jawohl, Lennox, Alten. Bäm, 2,7er. Ey, die sind auch so kampfstark, die Viecher, ne? Abgefahrener Scheiß, Alter. Abgefahrener Scheiß. So, ich glaube, mehr Beispiele brauchen wir nicht. Schnappt euch die Weikos, schnappt euch eine entspannte Montage. Ob mit Fluoro oder einfach nur mit Mono. Ja, dicke Rolle drauf, dicken Blinker drauf. Und dann gib ihm. Bisschen Kohle machen. Und nicht vergessen, Kanal abonnieren. Heute Abend, 21 Uhr, sehen wir uns wieder auf Twitch. Montags, Mittwochs, Freitags twitchen wir. Und ja, bis zum nächsten Mal.